Was für eine gute und gesunde Luft hier euch hat. Und die einmalige super Bergwelt hier in der Aletsch Arena. Und der Aletsch Gletscher hier hinter mir, der größte und der längste Gletscher in der Alpenwelt. Über Tausende von Jahren hat der Gletscher hier die einzigartige, die super Landschaft geformt. Unter dem Druck vom Gletscher sind die Felsen, die Schuggen abgeschliffen gekommen. Moränenlandschaften sind entstanden. Und langsam euch zu leben. Wenn ich so auf den Gletscher lotzen tue, dann kommt mir eine Geschichte in den Sinn. Die Geschichte vom Rollibuck. Kennst du den Rollibuck? Nicht? Dann erzähl dir Gott die Geschichte vom Rollibuck. Vor gut 200 Jahren war die Rote Ebene ein einziges Sumpfgebiet. Alle paar Jahre ist von irgendwas war ein Gletschersee ausgebrochen. Und einer von diesen Gletscherseen war auch der Marielsee hier. Wenn der voll war, ist er losgezottelt, hat Flüten, Massen in den Dieren gelegt, Schreine sind gekommen, Bäumstämme, Schuggen, Felsen, alles zusammen ist der Dierenbrei in den Talgrund geschädert und gekesselt. Und da man nicht gewusst hat, warum dass der See ausgebrochen ist, hat man irgendjemand zuständig sein, hat man die Schuld sein, warum das der ausgebrochen ist. Und das hängt dem Rollibuck zu. Der Rollibuck, eine mystische Figur, mit einem grossen Kopf, mit feurigen Augen, tief im Kopf innen, mit grossen Hörnern, ein grosses Fell hat er auch gehabt, besonders am Fell Eischkerzen dran, und die Eischkerzen haben er gleichen und gekesselt, wenn er sie gemuttert hat. Wenn der Marielsee wieder einmal ausgebrochen ist, hat es einen berühmten Angrund. In diesen Kirchen haben die Glocken geglittert. Die Glocken haben Angst gehabt, haben geheuert, gebriert, so wie sie weggesäckelt. Der Rollibuck ist ausgebrochen. Flieht! Flieht! Schutz und Zuflucht hat man nur in der Kapelle gefunden. Die gottesfürchtigen Leute haben sich bekreuzt. Haben den Rosenkranz gebetet und der Herrgott angefleht, dass doch schief von dieser Naturgewalt verschont bleibe. Wenn in den Augen der Likene der Rollibuck ist schuld gsi. Nein, der Rollibuck ist nicht schuld gsi. Es war ein verheerendes Naturereignis gsi. Also ein Ausbruch vom Gletschersee, der alle paar Jahre wieder passiert ist. Der Rollibuck ist der Wächter vom Aletschgletscher, hier mitten in der wunderbaren Bergwelt. Von der Aletsch Arena. Er liebt die Ruhe, die Stille, die Natur. Und irgendwas war im Gletscher, in einer Höhle, in einer Gletscherspalte, in schiessten Heimen. Der Rollibuck kann aber auch beige, unartige und unleidige kommen, wenn irgendjemand der Natur und den Tieren, die da leben, die Schaden zufügen tut. Ja, der Rollibuck hat es selber schon gesehen. Ich kann mich noch gut besinnen, als wäre es erst gerade gestern gewesen. Mit eigenen Augen habe ich gesehen. Mit eigenen Augen, ich selber, ich alleinzig habe ich gesehen. Bin beim Marielsee gewesen. Hat aufs Mal eine Eischhöhle entdeckt. Der Gewunder hat mich getrieben. Und aufs Mal habe ich so ganz seltsame, eigenartige Ideen gekehrt. Bin mir näher und näher gegangen. Und du hast ihn mit eigenen Augen gesehen. Der Rollibuck, der Wächter von dem Eischmeer hier in der Aletsch Arena, in seiner eigenen Eischhöhle drin. Der Rollibuck, ein riesiger Koloss, mit einem grossen Grind, mit der feurigen roten Augen, tief im Kopf, mit grossen, kräftigen Hörnern, mit einem grossen Fall, eine stattliche Figur. So ist er von mir da gestanden. Immer wieder hat er sich aufgehört, hat mit den Armen geflätzget. Und du hat aufs Mal einen grossen Koffer gepackt, in die Hecke gelüpft, hat es weggeschossen, so als wäre es nichts gewesen. Eine imposante Figur, dieser Rollibuck, der Wächter vom grossen Aletschgletscher. Die Bilder, die werde ich nie mehr vergessen. Thank you.
keinen einzigen gelassen in seiner Höhle und bin dann weiter einen Beruf auf den Gletscher zu. Später habe ich ihn noch einmal gesehen, wo er über den grossen allerletzten Gletscher gegangen ist. Jeden Mal hat er sich angehalten, hat Leute von sich gegeben, hat mit den Armen geschweichert und geflätzget. Wahrscheinlich hat er mich gewittert. Und die Tür, aufs Mal ist er verschwunden in dem gigantischen Eischmeer vom allerletzten Gletscher. Und du hast ihn auch schon gesehen, der Rollibuck, der Wächter vom allerletzten Gletscher. Wenn du vielleicht das nächste Mal auf einer Gletschertür bist, hab die Augen offen, lass mal an, vielleicht siehst du es war Dave, der Wirrenbrei in einer Gletscherspalte, der Rollibuck. Du musst dir keine Angst haben, wenn du mal selten dem Rollibuck begegnen. Nicht so ein Klipfen wie die Frau, die mal ein Tag schon auf dem Gletscher eingelaufen ist, Geräusche gekehrt hat, näher gegangen ist, der Rollibuck in einer Gletscherspalte gesehen hat, sich umgekehrt hat und von Angst weggelaufen ist. Imposant, grossartig, eindrucksvoll, diese einzigartige Naturlandschaft in der Allerletscher Arena. Nicht vergebend liegen dieses Naturphänomen mit dem Allerletschen Gletscher und mit dem Allerletschen Wald, dem Rollibuck, besonders am Herzen. Eine der faszinierendsten Gletscherlandschaften der Welt, geschützt von der UNESCO als Welterbe, behütet aber vom Wächter vom grossen Allerletschen Gletscher, vom Rollibuck. Natur entdecken, Natur erleben, Natur spüren, Natur geniessen. Hier in der Allerletscher Arena, dem befreiendsten Naturerlebnis der Alpen. Hier in der Heimat vom Rollibuck. Hier wirst auch du Ruhe und Einklang zur Natur finden.